ist eine ganz besondere Partnerin. Ja, Mädchen sucht Junge, soweit klingt das noch ganz normal, aber jetzt kommt's, da geht's nämlich nicht um, willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht, nein. Es geht um sehr, sehr viel mehr, es geht um den Mond, es geht ums Universum, es geht ums All. Das können Sie sich jetzt noch nicht vorstellen, dann bleiben Sie dran. Sie werden staunen, versprochen. Aber los geht's damit. Ja, Mädchen sucht Junge. Wofür eigentlich? Fürs Verlieben, ja. Zum Fahrradfahren, Tischtennis spielen. Als Freund. Als Freund? Könnte man denken. Auch? Aber so ist es nicht. Firine, 14 Jahre aus Berlin, sucht einen Jungen und zwar, damit sie ihre Mission zum Mond starten kann. Wo ist er? Kommt ihr Junge von den Sternen? Oder doch aus Berlin und Brandenburg? Firine hat einen Traum. Ich würde schon gerne Astronautin werden, so am liebsten würde ich zum Mond fliegen. Aber es ist natürlich schwierig, weil man weiß nicht, es gibt so viele Bewerber und auch ob der den Gesundheitscheck besteht und sowas ist immer eine Frage. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Raumfahrt. Die 14-jährige Berliner Überfliegerin baut Mondrover, ähnlich wie dieser hier, der bereits schon auf dem Mond unterwegs war. Ihr Spezialgebiet, die Räder des Gefährts. Im Internetvideo erklärt sie ihren Fans, worauf es ankommt. Wir haben non-pneumatische Räder, das heißt, wir haben mehrere von diesen Elementen, das sind zum Beispiel die Teile, die ich ausfalle. Die bauen wir so auf eine Felge, sodass wir dann zum Schluss ein non-pneumatisches Rad haben. Das heißt, dass wir keine Räder haben, die Luft benötigen. Seit 2 Jahren ist Firine fast jedes Wochenende im Internationalen Space Education Institute, kurz ESI. Der Leipziger Verein kümmert sich um Mädchen und Jungen, die ihre Zukunft in der Raumfahrt suchen. Spaß und Technik und Fantasie sind ihre Grundelemente. Mich fasziniert, dass halt das Weltall so groß ist. Jeder kann was entdecken. Es ist nicht so, man fängt an und dann ist irgendwann Ende, sondern es gibt einfach kein Ende, weil das Universum unendlich ist. Mit ihrem selbstgebauten Mondmobil will sie nun zu einem Wettbewerb in die USA fliegen. Dafür braucht sie aber einen Jungen, der mit ihr in die Pedale tritt. Das ist eine der Bedingungen für die Teilnahme. Ich suche einen Co-Piloten, der dann mit zu den USA fliegt, damit wir dann auf dem Kurs der NASA Rover Challenge, einem Wettbewerb, Mondhindernisse überfahren können, da wissenschaftliche Aufgaben machen können und so. Also er sollte zum Beispiel nicht nur sportlich sein, sondern auch Interesse an Naturwissenschaften, Technik und so haben und auch ein bisschen Zeit mitbringen zum Trainieren und eben Bauen des Moonbuggies. Muss er gut aussehen? Nein. Keine Angst vor der Bewerbung. Die Reise im April wird gesponsert. Firine denkt in der Zwischenzeit schon einmal über andere wichtige Fragen des Universums nach. Ich war neulich im Planetarium. Da geht man davon aus, dass es einen neuen Planeten tatsächlich gibt. Planet X, der noch hinter Pluto ist, ganz weit weg sozusagen. Weil sonst einfach manche Bahnen, die man berechnet hat, gar nicht stimmen kann. Und ich bin gespannt, ob man den wirklich findet oder was jetzt für die komischen Bahnen von verschiedenen Himmelskörpern sorgt. Wäre das eine Aufgabe für dich, die zu lösen? Also ich würde auf jeden Fall mitarbeiten, aber alleine kann man das nie schaffen. Und ohne Informatikkurs auch nicht. Also schnell zurück auf die Schulbank. Also, wenn sich jetzt so ein Junge findet, ja, in den Weiten des Universums oder in den Weiten von Berlin und Brandenburg. Ich glaube, man muss auch nicht so schlau sein. Man muss mutig, in die Pedale. Interessiert, sportlich, er muss nicht gut aussehen, einfach einer mit Leidenschaft. Dann bitte melden, und zwar direkt bei unserer Zuschauerredaktion. So, Firine sucht also einen Jungen zur Vollendung ihrer Raumfahrtmission. Und